Herzlich willkommen zur weiteren Folge auf der Karte in Thüringen. Hier werden wir unseren LKW aufrichten. Boah, da ist der Fluss gefroren. Nee, das sieht ja voll anders aus. Also, wir richten ihn mal auf und dann schauen wir weiter. Die Temperatur ist noch nicht erhöht. Noch ein neuer Versuch. Tief ansetzen. Nun ist die Musik dabei. Schön tief. Und jetzt geben wir den Gas, dass er hochgeht. Oh. Gut, dass der LKW keine Schaden hat. Ich wollte die Kurve noch nehmen und reinfahren, das ist schief gegangen, ne? So, jetzt geht mal weiter hier in Geschichte hier. Hier mal ein Brett stehen lassen. So, da sind wir. Oh, ein bisschen wenig, wir lag heute quer. Achso, mit längerem Lauf geht nicht. Oh, plus 8 Grad, Wahnsinn. Lufttemperatur, Boden ist noch so kalt. Ich glaube, es haben heute noch Bodentemperatur erhöht. Das würde ja morgen passieren. In dem Morgen, meine ich jetzt. Ich wünsche allen einen schönen Samstag. Zweite Folge. Ja, wir machen weiter mit Holz. Wegfahren und verkaufen. Die Aussaat ist vorbereitet, also die LKW stehen parat. Die Traktoren mit Sämaschinen auf unseren vier Feldern. Das fünfte Feld werden wir eine andere Frucht einbringen, was eh später kommt. Also, das geht noch nicht. Müssen wir noch warten. Aber wir haben noch zwei Tage Zeit. Ersten Tag geht's halt nicht. So. Mal schauen, ob wir den auch noch kriegen hier, den einen hier. Kriegen wir in den Griff. Haben wir alles rauf hier. Dass wir Autolot haben, ne? Sonst müsst ihr auf 1 spielen. Auf 1 könnte man auch mit dem Radlader aufladen. Vorher mit einer speziellen Gabel. Die auch funktionieren müsste. Und dann kann man auf 1 spielen, oder dann kommt man nicht vorwärts, ne? Die andere Geschichte vorbei. So, wieso geht er nicht rauf? Hat da ein Ast drauf. Ast drauf, Ast dran. Jo. Der ist nur ab. So, dann geht's. Oh, das macht nichts. Ein Balken mit, wo ein Ast dran ist, hat weniger Wert. Da liegen noch ein paar. Also sieht, kann man gar nicht für Ackerbau nutzen, ne? Viel zu steil. Gut, einige Stellen muss sicherlich gehen, aber für die Masse geht es nicht. Ich denke mal, wir haben genug Ackerfläche, wir brauchen da nichts umändern. Ich hatte erstmal überlegt gehabt, damit mit einer Wiese zu machen.
Aber gut. Wiesen haben wir auch genügend. Also besteht erstmal kein Handlungsbedarf. Kommt hier noch rauf. Jetzt fahren wir noch ein paar andere holen. Die um die Ecke liegen hier, die 3, 4. Wenn wir was voll kriegen hier. So, knack. Hopp, hopp. Gut, voll einspannen. Und dann haben wir noch mindestens eine Fuhre oder zwei. So, nochmal festmachen. Dann sind noch zwei dazugesellt. Hoffe, die Musik ist laut genug. Da ganz schwierig, den Mittelmaß zu finden. Das soll ja auch nur die Hintergeräusche da sein, wenn mal kein Lärm ist. Wie unserem LKW. Da drüben sind sehr schöne hohe Bäume, ne? Das ist schon teuer, das Land. Oh. Gut, der Timer läuft. Ah, ne, komm, hier da. Wären dann fast 40.000 geworden. Und nur fast. So, schauen wir mal Wettervorhersage. Also. Hier kann man erkennen, wenn das blau ist, ist es noch zu kalt. Wenn das nachher weiß wird, dann kann man es auch sehen. Und nicht mal Gras könnten wir heute aussehen. Es könnten normalerweise schon, aber Gras wächst so auch. So, Temperatur. Heute wird es nicht mehr wärmer. Aber dafür Samstag bis 12. Maximal. Regen erwarten wir da nicht mehr. Mal schauen. Dieser ganzen Frühling können wir noch aussehen und dann im Sommer beginnt die Ernte Ende Sommer. Wir haben Weizen und Gerste im Plan und Raps. Denken wir, dass wir hier in dem Bereich ernten werden und dass wir noch möglichst zur selben Zeit noch aussehen werden. Dann im Frühjahr das entsprechend alles fertig ist. Aber mal schauen. Hat ja 17 auch geklappt. Warum soll es hier nicht klappen, ne? Vielleicht bekommen wir noch eine spezielle Erweiterung für Season, für die Region Thüringen. Immer was grob in der Nähe ist. Würde Österreich gehen. Sehr ähnlich, obwohl Österreich eigentlich von der
ja, vom Wetter her und Klima sehr extrem unterschiedlich sein kann. Also von südlich der Alpen und nördlich der Alpen ist schon großer Unterschied von Temperaturen jedenfalls. Aber im Grunde ist das ähnlich wie in Thüringen. Und ich vergleiche, wo ich jetzt wohne. 300, 400 Meter ungefähr. Rückwärts fahren ist nicht sinnvoll, ne? Dann laden wir kurz ab. Und dann wieder auf. Mit Bay. Vorwärts fahren nicht so tragisch. Da fällt er halt ein bisschen weiter nach hinten. Aber. Ja, rückwärts fahren halt nicht, ne? Wieder schlecht gefallen. Mal schauen. Der eine Balken, der sieht ja gut. Man muss ein bisschen unterbrechen, dann geht's. Dann kann sie sich entsprechend hinlegen. Jetzt ziehen wir sie hinrollen. Aber wenn du so viel drauf hast, dann ist es schlecht. Dann verrutschen die nicht mehr richtig. So wie sie sollen. Und den dicken Dinger ganz oben. Oh ja, oh, das ist nicht gut. Das geht schief. Ja, das meine ich mit so einem Baumstamm. Da müssen wir ein bisschen nachhelfen und zurückschieben. War mein Heck. Würde keine Maschine gerne mitmachen. Aber hier geht's. Allein das Aufliegen wäre schon ein Problem gewesen. Ne? Also, was ist hier? Keine Ahnung, Ölwanne oder sowas. Wir werden mal auf. Wie man sieht, die Ketten, also die Reifen rutschen teilweise in den. So, mal schauen. Schütten wir mal LKW rein. Da was machen können. Da Lenkung hinter Luft. Ja, nicht schön. Jetzt brauchst du einen zweiten, ne? Oder wir einfach mal von der Seite schieben. Weil dann kriegen wir auch runter normalerweise. Na. Mit Schwung. Wir haben eine kräftige Beule. Ohne genau einen Dieseltank. Oh. Ja, gut. Keiner gesehen?
So, Radler ist natürlich nicht da. Ach nee, nein. Das hasse ich. Ich mag das überhaupt nicht. Das läuft der Diesel aus. Tja, wir haben einen Radler holen müssen, ne? Da laufen wir nicht hin. Da haben wir unsere Fahrzeuge im Ausfahrt. Unser E-Lok. So, mal gleich Gas geben. Ja, mal rechts fahren. Also kann das gehen, ne? Mit den Fehler und schon stoppen so abgesägt. Das meinte ich mit Absägen möglichst tief. Dann kannst du drüber fahren. Also ungünstig. Oh, mal schauen. Irgendwann muss ja der Boden auch warm werden und dann geht das los mit Aussaat. Aber heute garantiert nicht, im Gebtag. Also nächstes wird nichts. Aber mal sehen. Müssen wir den mal erstmal ein Stückchen weiter rüberschieben. Jetzt gibt es kurz Knallpanne. Aber das mache ich in der Aufnahmepause noch weiter. Denn eine ganze Folge mit LKW-Bergen ist auch so blöd, ne? Jedenfalls. Ja, so ein hoher Baumstamm. Da ist auch einer, da schiebt sich schlecht weiter. Jetzt mal sehen, wie wir nach vorne kommen. Ja, wird so nichts. Mal schauen, ob wir ein Glück den Reifen bekommen. Ja, mal. Wir haben so eine Ladung gesichert, damit wenn ich runterfällt, ist er im Beißgeschirr weg. Ja, die Gabel sind ungleich dafür, aber gut. Einklappen versuchen, das besser ist, aber da sind auch Piekser da. Schlecht. Können wir aufklappen, ist ja so nix. Mal ganz tief gehen und dann mal auch anfangen. Ja, das wird auch nichts, sehe ich schon.
Ja, sieht schlecht aus. Schräger machen. Ja, haben wir Erfolg. Dann seid mal Schüsseln, Winke, Winke. Und ciao, ciao. Oh, genau, so ist es. So haben wir jetzt auch fahren können, ne? Dann sag ich mal Tschüss, bis dann, bis morgen. Ciao.